Video machen, weil wie ihr vielleicht schon gesehen habt, durfte ich in Berlin bei der Fan-Preview von Ein ganzes halbes Jahr dabei sein und habe den Film somit schon vor allen anderen gesehen. Und ja, also als erstes, wie ihr gesehen habt, war Jojo Moyes da und hat meine Bücher signiert. Und ich bin so glücklich darüber, weil in letzter Zeit sammeln sich bei mir die signierten Bücher und ich glaube, ich werde auch ein signiertes Bücher-Video machen, in der Reihenfolge, wie sie signiert wurden. Aber jedenfalls ist das was ganz Besonderes, weil ich habe das Buch wirklich geliebt. Jedenfalls erstmal, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, weil ihr das Buch noch nicht gelesen habt oder eben den Film noch nicht geguckt habt, würde ich vielleicht jetzt ausschalten, weil ich werde bestimmt Spoiler auf jeden Fall aus dem Buch mit reinmachen. Und ja, also schaltet einfach ab, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt oder den Film nicht geguckt habt. Was soll ich sagen? Das Buch war einfach perfekt, finde ich. Es war eins meiner 5 Sterne, vom 5-Sterne-Bücher. Es hat mich wirklich bewegt. Ich habe geweint. Ich habe Will und Lou als Charakter geliebt. Und ich bin wirklich mit hohen Erwartungen in diesen Film gegangen. Als erstes könnt ihr bei Warner Brothers Drama die Fan-Preview auch nochmal kurz zusammengefasst sehen. Da seht ihr auch mich und meine Freunde, wie wir bei dem Foto-Automaten sind und wie ich kurz etwas sage, was ich vom Film erwarte. Ich habe vom Film erwartet, dass die Charaktere wirklich super ausgearbeitet sind. Sam Claflin und Emilia Clarke sind wundervolle Schauspieler. Ich liebe beide, vor allem in der Kombination. Und ich war einfach begeistert von diesen Charakteren, wie sie wirklich dann im Film umgesetzt wurden. Der Film ist wirklich 1:1 das Buch. Es wurden teilweise wirklich Dialoge aus dem Buch rausgenommen und ins Drehbuch geschrieben. Okay, das Drehbuch wurde auch von Jojo Moyes selbst geschrieben, aber es war wirklich das Buch als Film. Es war wirklich eine der besten Buchverfilmungen, die ich je gesehen habe, gleichzusetzen mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Alle, die diesen Film oder das Buch gelebt haben, sollten unbedingt ein ganzes halbes Jahr lesen oder im Kino halt gucken. Und man hat Emilia Clarke alles abgekauft. Man hat Sam Claflin alles abgekauft. Er hat es so wundervoll gemacht. Ich meine, es ist wirklich schwer, glaube ich, jemanden zu spielen, der im Rollstuhl sitzt. Und die beiden haben das so großartig gemacht. Die Chemie zwischen den beiden hat einfach gestimmt. Und ja, es war einfach wirklich toll. Das Einzige, was wirklich nicht so rübergekommen ist, dass der Vater von Will eine Affäre hat. Das kam irgendwie im Film gar nicht so. Wir hatten eine Freundin mit, die das Buch nicht gelesen hatte und die war auch begeistert vom Film und sie hat zum Beispiel nicht verstanden beziehungsweise hat nicht mitbekommen, dass der Vater eine Affäre hatte, weil das kam halt einfach gar nicht rüber im Film. Und ansonsten hat mir höchstens noch ein bisschen mehr Patrick gefehlt. Ich weiß, dass einige ihn gar nicht leiden können. Ich gehöre eigentlich auch zu den Menschen. Aber ich habe mich irgendwie darauf gefreut, weil ich dachte, im Kino kommt das richtig lustig drüber und er kam auch öfter vor, aber irgendwie haben mir so ein paar Stellen noch gefehlt. Vor allem, was nicht so rüberkam, war, wie sie sich getrennt haben und wie eigentlich Lou bei ihm eingezogen ist. Weil ich weiß, dass im Buch das ja nochmal für Will ziemlich schwer war, dass Lou eingezogen ist bei Patrick und das kam halt im Film gar nicht rüber oder ich habe zu viel geheult, dass ich es nicht mitbekommen habe. Und ja, jedenfalls, ich kann jedem empfehlen, der das Buch gelesen hat,
in diesen Film zu gehen. Das ist einfach großartig. Jeder sollte es sehen. Jeder sollte es im Kino vor allem sehen, weil es einfach so ein schönes Feeling ist. Ich werde nächste Woche gleich nochmal ins Kino gehen und ihn wahrscheinlich nochmal in der Cine Lady gucken und dann vielleicht sogar nochmal im normalen Theater, im normalen Kino. Und ich freue mich wirklich riesig auf andere Kritiken. Bin gespannt, was wirklich diese Kinokritiker dazu sagen, die das Buch nicht gelesen haben. Und ich finde einfach, das Thema, worum es eigentlich in diesem ganzen Buch geht, um Sterbehilfe, wie es halt ausgearbeitet wurde, ist einfach so gut getroffen. Es regt zum Nachdenken an. Man will danach einfach am liebsten im Urlaub fliegen und sein Leben genießen, weil es so Lust drauf macht, endlich nicht mehr einfach nur irgendwo zu sitzen, sondern einfach sein Leben wirklich zu genießen. Und ich finde einfach, dass die Drehbuchautorin, also Jojo Moyes, das wunderbar nochmal umgeschrieben hat für den Film, dass die Regisseurin das unglaublich gut gemacht hat und auch die Schauspieler sind einfach klasse gewählt und sind genauso, wie ich mir die Charaktere vorgestellt habe, für mich einer der besten Buchverfilmungen überhaupt. Und ich wünsche allen, die es noch jetzt im Kino gucken, ganz viel Spaß. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!